gut ist, unsere aktuelle Höhe. Wir sind hier in Unterjoch. Und zwar am Anfang vom Ort ist ein Parkplatz. Servus zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Also nochmal Servus. Hab mich gesehen oder gehört, dass da ein Bus kommt. Egal, auf jeden Fall. Wir machen heute eine Feierabendtour. Heute ist Samstagabend, 18 Uhr haben wir es. Wir werden heute auf Sorgschofen und Zinken gehen. Kleine Kraxelei. Mit dem Jaxi. Jetzt müssen wir erstmal hier, warte mal, Jaxi. Erstmal ein bisschen durchs Dorf. Und zwar erstmal Sorgschofenstraße da in die Richtung halten. Ja. Müsst ihr auf jeden Fall immer Richtung Kirche halten. Auf jeden Fall, da gibt es zwei Varianten, über die Zehrerhöfe und über die Elpellealpe hoch. Gehen wir jetzt über die Elpellealpe und runter dann über die Zehrerhöfe. Das ist auch der Wirtschaftsweg Bärenloch. Momentan geht es so bergauf. Und ich pack's da, Jaxi. Schon ziemlich heiß heute. Jaxi ist schon eine Diva, das ist einfach kein Flaschenkind. Bloß wenn es nicht anders geht, gell? Dann trinkst du aus der Flasche. Heute ist so ein bisschen diesig. Es war auf dem Wetterradar. Ganz viel Wolken. Aber ich bin jetzt nicht böse drum, weil wenn die Sonne runterknallen würde, dann wäre es noch unangenehmer. Deswegen ist ganz gut, dass es so ist. Zweieinhalb Stunden ist hier ausgeschrieben. Momentan ist Forststraße. Bis jetzt sind wir 171 Höhenmeter gegangen. Also eher ein bisschen gemütlicher. Aber der schöne Teil, der kommt erst noch. Da hoch müssen wir Jaxi schauen. Das zeigt da hoch. Also müssen wir da hoch. Ich freue mich schon auf den Kraxelteil. Deswegen sind wir ja hier, gell, damit wir wieder ein bisschen kraxeln können. Mal. Jetzt kommen wir mal runter hier vom Forstweg. Ich werde verstochen hier. Das ist auf jeden Fall schon unser Ziel. Hier oben angelangt.
Ich habe mein Wetterradar gecheckt, da geht mal was so Richtung Füssen. Sieht eigentlich an uns vorbei, aber der Wind kann sich ja immer wieder drehen. Deswegen werde ich jetzt dann immer wieder regelmäßig nachgucken. Jetzt mal vorbei an der Elbpille-Alpe. Der hat auf jeden Fall einen guten Musikgeschmack da unten. Letzter Stand war immer noch. Es zieht vorbei. Da sind wir jetzt hoch. Dann geht es weiter. So, da geht's jetzt noch hoch. Da noch hoch, kleine Kraxelei, fängt an zu pissen, komm check dich, schnell, komm geh hoch, du schaffst das. Mit dem Kraxelteil hinter uns haben, wo es anfängt richtig zu pissen. So, da sind wir jetzt hoch. Chelsea hat das super gemeistert. Sehr schön hast du das gemacht. Ganz toll. Da geht es jetzt noch weiter. Thank you.
dann schalten wir mal da runter. Genau, und dann geht es dann da drüben hoch. Kommst du? Soll ich dir helfen? Sexy, kommst du? Kommst du hoch? Nein, nicht darunter. Jawohl. Super, super Sache. So abgeschroffen, wunderbar. Da rauf mal dann rüber, dass da zinken. So, jetzt gehen wir weiter. Und zwar geht es hier runter, geht es dann zum Zinken rüber, nur für Geübte steht dran, aber ich bin den schon mal gegangen mit der Sandra. Da hoch müssen wir, mein Schatz, da hoch. Halt, Jaxi, halt, da, da lang müssen wir. We'll be right back.
hochheben. Abschneiden, weil ich weiß nicht, ob ich mit hier durch. Ah ne, dann müssen wir auf jeden Fall bloß einmal hier durch. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich mit da durchgekommen bin. Mit Rucksack. Komm Schatz, jetzt haben wir es gleich geschafft. Da geht es dann auf jeden Fall zurück, unser Rückweg. Und ich lasse meine Stöcke jetzt mal hier. Noch mal Rückblick auf den Sarg geschroffen. Bin sehr stolz auf den Jax. Du hast das super gemacht, kleiner Kraxelmann. Da spitzelt ein bisschen die Sonne durch.
Aber ich glaube, wir werden jetzt gleich wieder runtergehen. Ich vertraue dem Wetter nicht so. So, wir sind jetzt da vom Zinken runter. Jetzt gehen wir hier wieder runter. Jetzt beginnt der entspanntere Teil. Ich hätte gerne noch oben schöner Päusli gemacht und Ding. Alkoholfreies Radler habe ich auch mitgenommen. Hätte ich gerne mal schön genossen, aber wie gesagt, ich vertraue dem Wetter nicht und da möchte ich dann so schnell wie möglich wieder unten sein. Und Sonnenuntergang hätten wir heute eh keinen gehabt. Angesichts des Dunstes hier. Deswegen, ja, wir haben es jetzt 8:45. Ihre Biere habe ich dabei, falls ich brauche. Schauen wir mal, wie lange wir runter brauchen. Jetzt durch den Wald so serpentinenmäßig runter, war echt ganz angenehm zum Laufen. Ist da unten, das müssten die Höfe sein, die auf dem Schild angeschrieben waren. Er zum Glück nicht mehr so weit nach unten. So, wunderbar. Stand gerade ein Schild dran, halbe Stunde. Ich packe jetzt gleich noch mal Hira Biere aus, dass ich sie anschalten kann, wenn ich sie brauche. Unter ja auch, habe ich schon, jawohl. Also, sind uns bei den Fährerhöfen. Und ich glaube, jetzt kann ich mal hier ein Bier einschalten. Besonders jetzt auf der Straße, dass man gesehen wird. Leider, blöderweise, funktioniert bloß noch das rote Licht. Ich weiß nicht warum. Ah, scheiße. Jetzt aber schnell. Gut, dass ich die anderen. Ich habe noch zwei Batterien dabei. Gut, dass ich die Funk ausprobiert habe, ob die geladen sind. Und ja, sie sind geladen. Ich habe wieder Saft. Juhu. Das heißt, ich muss da nicht im Dunkeln rumlatschen. Momentan geht es jetzt hier, wir sind in Unterjoch, einfach der Hauptstraße entlang. Und dann kommen wir irgendwann wieder bei der Kirche raus. Genau, und da ist dann nicht mehr weit zum Auto. So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder beim Auto. Jetzt haben wir es genau 10. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Jaxi seht ihr jetzt gar nicht, der ist hinter mir. Und genau, war eine coole Tour. Wetter hat zum Glück gehalten. Lasst doch ein Abo da und einen Daumen, das wäre super. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Viel Zeit!